Servus Leute, zurück zu Let's Play Hollow Knight. Beim letzten Mal haben wir den Spellmaster oder so irgendwie besiegt und hier in der Stadt der Tränen sind wir im Seelenheiligtum fündig geworden und haben eine neue Fähigkeit, nämlich Stampfattacke bekommen. Dafür können wir jetzt in ein anderes Gebiet oben rechts eigentlich gehen. Crystal Peak oder wie das hieß, aber unten die königlichen Wasserwege sehen wir da eingezeichnet. Die konnte ich auch aufmachen, weil ich einen Schlüssel gefunden habe. Deswegen bleiben wir doch erstmal hier und gehen mal runter und schauen uns an, was dort unten abgeht. Wir haben ja jetzt auch extra das Licht bekommen oder gekauft. Dementsprechend kann ich jetzt in dunklen Areas deutlich besser mich zurechtfinden. Und ja, das können wir gleich mal nutzen. Oh mein Freund, gib mir deine Juicy Points. Oh, ich hab den ganz übersehen. Einfach mal reingeslidet. So kann man es machen. Gut, ich muss nach unten. Bitte nach unten. Ganz nach unten. Moment. Komm nach oben, dann kann ich schnell nach unten. Explosion. Und boom. So, hier müssen wir noch weiter runter. Warte, habe ich irgendwas zum Verkaufen? Nein. Gut, ich habe für 1800 gerade etwas Teures gekauft, dementsprechend. Man kann erwarten, dass ich nichts... Wobei, gibt es da oben was? Man kann erwarten, dass ich nichts unbedingt gerade kaufen will. Oder verkaufen kann. So, ab geht's in die unteren Wege. So. Königliche Wasserwege. Ich habe keine Karte dafür. Wir müssen erst den Dude finden. Cornifer oder wie der heißt. So, was können die? Okay, ich hitte sie und dann drehen sie ihren Kopf und hüpfen dann stattdessen. Ah, nein, mehr von... Oh, nee, ich bin reingedüst. Mehr von diesen Fledermaus-Viechern. Gibt coolere Gegner. Die geben halt auch kein Stuff. Ah, da ist schon die erste Bank. Genau, entweder die laufen oder die hüpfen. Ah, das ist aber chillig. Mit denen komme ich klar. Dann gehen wir doch zur ersten Bank. Ah, da runter. Oh, hallo, was bist denn... Du. Ich kann hier schwimmen. Aber da drüben war eine Bank. Okay, hier sind auf jeden Fall neuartige Gegner. Muss ich erst wieder lernen. Bam. Was sind das für Geräusche? Warte mal, habe ich da mich ausgeruht oder nicht? Ah, ihr seid es. Ah, und die Fliege. Ja, sag mal. Okay. Die teilen sich und dann... Okay. Und dann das soll noch... Alles klar. Hier ist aber alles recht ab. Und hier habe ich gerade ein Herz oder so gehört. Suche nach der Map. Weiter Weg gegangen. Wir
kommen hier einfach zu weit. Ich gehe nochmal zurück zur Bank. Die Bank war doch ein schöner Hinweis, dass da was sein könnte. Und da war ein Weg nach links. Dann gehen wir jetzt nach links. Rechts fühlt sich nicht richtig an. Ach, stellt euch vor, ich hätte nicht das Licht gekauft. Das wäre hässlich hier drin. Hier ist ein alternativer Weg nach oben. Was ist das für ein Heartbeat? Was ist das? Was war das? Ein ranziges Ei. Aber was war das? Und wo bin ich? Oh, ich brauchte... Ah, hier bin ich wieder. Okay, dann war ich, glaube ich, hier. Oh, schaut mal her. Was ist denn das? Damit. Das ist, glaube ich, bloß ein alternativer Abkürzungsweg. Und tschüss. Ich bin hier runtergefallen. Ja, ich bin hier runtergefallen. Das... Aber hier oben zum Beispiel. Dreimal. Nein! Lass mich in Ruhe! Gib mir höchstens eure Juicy Points! Ah, da haben wir es doch. Da haben wir doch ein Papier. Aua. Hier haben wir so ein Papier. Ja, ja, beruhig dich. Die sind witzig, die Gegner. Ach, shit. Ich soll es aber nicht unterschätzen, dass sie schnell durchkommen. Das ist tatsächlich, diese Blätter zeigen mir so eine Art Weg. Hier ist doch irgendwo... Irgendwo muss es sein. Da unten. Das ist nicht so gut. Ah, ich kann im Wasser nicht schlagen. Ihr seid hässliche Viecher. Und ich komme hier nicht raus. Oh. Oh. Okay, unbeabsichtigt, aber. Oh, das ist gut. Eigentlich wollte ich hier nur raus und nicht hier was finden. Aber hey. Ich nehm's. Muss ich wohl auf der anderen Seite raus. Muss ich hier wieder raus. Ah, toll. Oh, die sind böse. Die sind unpredictable. Schon wieder so ein Teil. Ich weiß nicht, was das ist und wofür. Betrachten. Noch ein Rand. Das sind ranzige Eier, lauter ranzige Eier, aber ich habe keine. Oh, die gehen drauf, wenn sie ins Wasser kommen. Interessant. Hier hätte ich raufgekonnt. Hier kann ich auch rauf. Ah, ich bin wieder am Anfang. Okay, wenn ich sie nicht berühre, dann passiert auch nichts. Leichter gesagt als getan. Wir müssen immer noch zu Conifer. Der ist in die Richtung. Dann darauf. Der hat seine ganzen Papiere hier liegen lassen. Dann da. Hier runter. Wobei, wir können auch erstmal raufschauen. Nein! Ah, shit. Denen auszuweichen ist nicht leicht, sage ich euch. Nicht leicht. Aber dafür sind die chilliger. War ich hier nicht schon? Ich habe keinen Plan. Oh. Hm. Noch ein ranziges Ei. Was?
bedeutet das alles? So, ah ja, mehr Blätter. Ah, endlich. Die eskalieren jetzt vollkommen. Aber das Schöne ist, die geben halt auch Stuff. Und das gar nicht mal so schwierig. Ah, ich musste sowieso hier kämpfen. Hey, das sieht aus wie ein Tor. Ich musste mich wirklich zu ihm hinkämpfen. So, jetzt kann ich das... Warum jetzt diese Tür dann notwendig ist, weiß ich zwar nicht. Halt, was hat sie geöffnet? Die hat dort unten geöffnet. Oh, interessant. Was ist da? Oh, auch interessant. Ah, ne. Verdammt. Sind da jetzt wieder Gegner? Shit, so leicht kommt man gar nicht dort hoch. Okay, der Hebel hat dort unten geöffnet. Alles klar. Aber erst brauchen wir neue Karten. Oh, sind Sie diese Wasserwege nicht aufregend? Ein Labyrinth aus Rohren und Tunneln. Ein besserer Ort, um mich mit meiner Tinte zu bedienen, hätte ich mir nicht wünschen können. Ja, weil da gut mit Tinte zu arbeiten ist, nicht wahr? Alles hier ist so ordentlich, so durchdacht. Ganz anders als die Rohre unregelmäßig jene Höhen. Ja, leider legt mir mein Rüssel jedoch, dass die Pilzöde nahe ist und mein klammes Abenteuer bald ein Ende finden könnte. Diese Karte ist dann wohl fertig. Bin ich da ganz links? Da geht's zur Pilzöde. Was habe ich da geöffnet gerade? Schauen wir doch mal. Pilzöde tatsächlich. Stadt der Tränen. Königliche Wasserwege hier unten. Ah, da wo wir die befreit haben. Ja, kann sein, dass da eine Tür war, die zu war. Das stimmt. Okay, wir haben den Weg dann zu den Wasserwegen freigeschaltet. Schön. Und jetzt haben wir auch eine Karte. Auch schön. Ah, ich habe schon ziemlich viel erkundet, wie es aussieht. Faszinierend. da oben ist irgendwas. Oh, wie anhänglich dieses Viech ist. Ballongegner. Ganz witzig. Oh, shit. Ich habe den Fehler gemacht. Ich bin runter. Naja. Shit happens. So, ich bin runter. Dann bin ich hier unten. Bin ich jetzt... Ah ja, unten. Okay. Ich verstehe, wo ich bin. Oh, ich muss hier raus. Sonst kann ich nicht kämpfen. Boah, der hat mich erwischt. Ich wurde getroffen. So, ich bin hier wieder am Anfang. Genau, da hat meine Reise begonnen. Oh, ein Glück. Moment, ich höre... Ich höre hier etwas. Die Frage ist nur, wie komme ich dorthin? Zu dem, was ich höre. Da muss irgendwo ein Weg oben gehen. Hier irgendwo oder unten. Wobei, ich hätte jetzt hier oben getippt. Ich schätze, irgendwo geht vielleicht oben ein Weg entlang. Sieht aber nicht so aus. Außer ich müsste mit so einem Sprung hier irgendwo hoch. Es hört sich nach Glas an.
Kann ich hier irgendwas einstampfen? Kann ich... Hier ist was Brüchiges, oder? Ah, man kann es aufschlagen. Aha! Geschafft! Okay, gut, gut, sehr gut. Und nicht erwartet, tatsächlich. So, hier ist die Bank. Also, auf der Bank, wir können jetzt nach rechts, theoretisch. Wir können nach ganz unten und da nochmal schauen. Hier ganz unten, das war ein abgeschlossener Raum. Den muss ich nochmal genau anschauen. Ich muss nochmal genau schauen, ob ich hier alles gefunden habe. Geh weg. Achso. Was ist in diesem Raum eigentlich? Es sind sehr viele Gegner. Aber wozu sind hier sehr viele Gegner? Was ist das für ein Ort? Ein Larven... Was zum Teufel? Wie eklig ist das hier? Hier sind... absolutes Brutnest der ganzen kleinen Viecher. Laute Nachkommen von diesen Viechern. Was ist das? Und für dieser Weg. Der ist, glaube ich, nicht eingezeichnet. Interesting. Sieht nach einem Boss aus. Egelmatrone. Damn it! Das hier ist Wasser, es ist... Ich bin schon tot. Das war Zufall, dass ich das mal geschafft habe. Wo kommen denn die alle her? Ich weiß, wo die herkommen. Ich brauche so dringend für solche Kämpfe die Fähigkeit, schneller zu fokussieren. Ah, und schon habe ich wieder alles verloren. Okay, ich würde mal sagen, da ist auch ein geheimer Boss, wie wir schon mal bekämpft haben. Na, toll. Ja, die ist sogar angezeigt. Oh, was sind das für zwei Punkte? Okay. Ich brauche diese neue Fähigkeit. Ich brauche diese Fähigkeit so dringend. Ich glaube, die ganzen Bonusgegner sind mit einem schnelleren... Du kannst viel schneller Sachen lernen. Ja. Ja. Oh, das lief. Okay. Sehr garstiger Ort hier. Und ich muss meine Seele wieder zurückbekommen. Ekelmatrone. Das Geräusch ist total eklig. Ja, komm her. Der andere Teil auch noch. Okay, das war ein Geheimgang zu der. Wo ist mein Schatten?
wie mein Schatten jetzt auf einmal mich angreift. Wir hauen da wieder ab. Das muss ich mir merken. Wurde eigentlich auch der... Das sehe ich nicht. Okay. Moment, habe ich gerade volle Seelenenergie bekommen, weil ich... Tatsächlich. Oh, das füllt es wieder auf. Schön. Okay, das war... brutal. Die brauche ich. 800. Ich glaube, 800 kostet dieses Seelenkonstrukt, dass ich schneller mein Leben chargen kann. Sesam öffentlich. Wo komme ich hier raus? Hier komme ich hier raus. Ich glaube, das ist der Sinn und Zweck dieses Gebietes hier. Ich bin ja hierher gekommen, um zu schauen, was... Was ist dieser Sinn und Zweck dieses Gebietes? Und ich glaube, ihn gefunden zu haben. Uff. Uff, 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 uff. Holy moly. Das ist ein hartes Gebiet. Hier sind einfach... Ach, du bist schnell. Nervige, penetrante Gegner in Massen. Puh. Okay. Ignorieren wir das erstmal. Ich komme auf die zwei Bonusgegner zu sprechen, wenn wir... Komme ich hier wieder raus? Wie komme ich hier wieder raus? Ich komme auf die zwei zu sprechen. Also den und den einen, wo wir beim letzten Mal, glaube ich, angeschaut haben. Wie komme ich hier wieder raus? Dammit. So nicht. So auch nicht. Schmerz. Schmerz, Schmerz, Schmerz. Ah, Seelenenergie durch Ungeborene. Das ist gut. Okay. Oh. Die Ekelmatrone. Sie ist machbar, glaube ich, wenn ich schneller mein Leben regenerieren kann. Genauso wie der andere Bonus-Boss. Der ist auch machbar. Ah, das ist auch der Weg raus. Gut. Oh, ich will hier raus. Ja, das ist tatsächlich das komplette Gebiet. Okay. Okay, okay. Bank. Es geht nach rechts. Halt. Bank. Es geht auch nach oben. Gehen wir erstmal komplett nach rechts. Hätte ich jetzt gesagt. Weil nach oben hört sich nach dem richtigen Weg an. So als alternativer Weg in die Stadt wieder zurück. Sind vom Soundsetting nervig, die Gegner. Witzig, wenn sie so machen, aber nervig ansonsten. Das sind lästige Gegner. So, oben oder unten? Oben oder unten? Ah, wieder chillige Gegner im Vergleich. Ich will ja erstmal hier schauen, was hier so ist. Hier geht ein Weg nach unten. Genau, das ist der Weg, den ich gehen möchte. Da bin ich, glaube ich, auch mal runter und dann habe ich mich entschlossen, vielleicht gehen wir doch erst woanders. Und das war eine weise Entscheidung, wie wir jetzt wissen. Eine sehr weise Entscheidung. Aber zwei optionale Bosse, eventuell? Ich weiß es nicht, vielleicht müssen wir sie auch bekämpfen. Oh shit, das ist Säure diesmal. Okay. Diesmal ist es kein Wasser, sondern Säure. Oh! Behave! Okay. Gut. Kristalle. Interessant. Okay, da sind wir jetzt hier. Aber hier geht's nicht weiter. Und ein Kristall wird angezeigt. Also hier ist einfach nur ein Kristall. Soll ich vielleicht doch in die Kristalltiefen gehen? Willst du mir das sagen, Spiel? Ist das ein dezenter Hinweis? Weil da weiter komme ich noch nicht. Ich kann noch nicht durch Säure schwimmen. Aber ich weiß, dass es die Fähigkeit... Oder es gibt irgendwas, was es ermöglicht, da drin zu
nicht zu sterben. Vielleicht brauche ich das erst. Ja, weil ich mich gespoilert habe, beziehungsweise geschaut habe, was so Fähigkeiten so Allgemeines gibt. Ich glaube, da war irgendwas auch mit Säure. Ich habe zwar nicht gewusst, zu dem Zeitpunkt, wo ich es mir angeschaut habe, was mit Säure gemeint ist, aber da war, glaube ich, irgendwas. Also merken wir uns, da kommen wir erstmal noch nicht weit. Erst wenn wir schwimmen können. Ah, oh, Metroidvania, ich liebe Metroidvania, wirklich. Nach oben. Da geht's irgendwo nach oben. Das wird dann wahrscheinlich der Way to Go sein. Oh, das sieht interessant hier aus. Wer oder was war das jetzt? Okay. Wer hat das jetzt gesagt und warum? Ich glaube, ich bin jetzt beim unten rechts Aufgang nach oben. Ich weiß nicht, wer das ist. Was? Oh oh. Wer oder was? Bitte was? Uff. Dummverteidiger. Okay. Das ist ein witziger Kerl. Ich weiß nicht, ob er mir Schaden... Ja, er macht mir auf jeden Fall durch sowas Schaden. Durch sowas macht er mir auch Schaden. Nein! Ich werde... Ich krieg keinen Schaden dadurch. Bouncing, bouncing. Aua. Aua. Geh weg. Das ist eigentlich ganz chillig. Oh. Bisher zumindest. Ja, da geht eigentlich. Ich kann mich bei dem ganz entspannt heilen. Okay. Der wird bloß immer schneller. Okay. Ich finde den witzig. Hoho. Oh, schade. Wow, wow. Ausweichen. Ah, du Ratte. Komm her, mein Freund. Ich muss mich voll konzentrieren. Obwohl er eigentlich ziemlich chillig ist im Vergleich zu anderen Bossen. Dadurch, dass ich mich heilen kann, ist er echt angenehm. Schon wieder. Wie viel hält er denn aus? Boah, dreimal heilen können. So viel Zeit geben mir die meisten nicht.
Okay, jetzt ist es aber gefährlich. Ja, endlich. Oh, war das ein Boss? Also, ja, es war ein Boss, aber... Ehre! Der Dunkverteidiger. Wappen des Verteidigers. Ah, der lebt noch, theoretisch. Okay. Okay. Bitte was? Was habe ich jetzt dadurch erwirkt? Das sind Gegner. Oh, da sind Stacheln. Da sind viele Stacheln. Okay. Okay, was hab... Was zu... Warum? Muss ich das jetzt verstehen? Es war cool, auf jeden Fall, aber... strange nonetheless. Ich hätte gerne wieder eine Bank, tatsächlich. Irgendwie habe ich das Gefühl, da links wäre was. Aua, wenn man denn da hinkommt. Tatsache. Da links ist etwas. Aber da komme ich noch... wie komme ich da wieder raus? Naja, okay. Noch lange nicht hin. So. Wohin führt mich dieser Weg? Das geht ewig weit runter. Was ist das hier? Ein kaputter... Oh! Ja, was ist das? Das ist jetzt schon das zweite. Das habe ich noch nicht gecheckt, was es ist. Und wo bin ich hier? Was ist das? Wow! Was ist das denn bitte? Ja, komm. Du kommst mal hierher zu mir. Das ist unfair so. Ja, das ist scheiße. Ich brauche Heilung. Die sind so lästig. Okay. Das war gerade knapper als erwünscht. Hoppala, wo bin ich da runtergefallen? Wo bin ich hier eigentlich? Das sieht hier so... Wo bin ich hier? Es sieht falsch aus, dass ich hier bin. Es führt mich irgendwo... Oh. Uraltes... Huh? Okay. Oh, das sind sehr alte Höhlen. Man spürt richtig das Königreich über sich. Findest du nicht ganz schön imposant? Ich glaube nicht, dass viele so tief gekommen sind. Wir sind Pioniere, du und ich. Zumindest für unsere Zeit. Wo sind wir gerade? Ist das der große Raum? Oder wo bin ich hier? Palastgründe. Uraltes Becken. Okay, hier gibt es neuartige Gegner. Ist das der große Raum? Dann ist dort unten theoretisch eine Bank. Wenn ich ein Geld zahle. Okay. Okay, hier ist eine Bank. Palastgründe. Königliche Wasserwege. Ich habe das Gefühl, dass ich hier noch nicht sein soll. Irgendwie das Gefühl, das Gebiet fühlt sich falsch an.
mein letzter Hinweis deutet ja eher auf die Kristalltiefen hin und nicht auf hier. Ob meine Gegner im Gegensatz zu sonst chilliger sind. Aber hier ist auch die Musik leer. Oder aus. Nennen wir es aus. Andererseits, mich interessiert es, was dieses Gebäude ist. Ah, nee. Seht ihr das? Das sind doch diese... diese Fahrbahnwege. Moment, wenn das der Raum ist, dann ist da oben drüber... Theoretisch müsste ich doch hier... mit dem Zug fahren können. Was war das? Moment, dich habe ich in groß als optionalen Boss. Verdammt, wo bin ich hier? Ah, ich bin da den Weg runter. Ah. Ich sehe da oben einen kleinen Abzweig. Das war tatsächlich ein originaler Weg. Den ich hier runter bin. Aber ja, hier, da müsste ich irgendwie mich transportieren können. Betrachten. Ein Mechanismus für eine Karte. Ja. Und es geht hier auch noch weiter in die Richtung. Geht hier auch ein Weg nach unten? Nein. Jetzt. Ich hätte gern einen Schnellreisepunkt. Wieder mal. Aber die Palastgründe, die würde ich jetzt schon gern mal kennenlernen. Ah, hier komme ich aber noch nicht hoch. Okay, das ist das eindeutigste Indiz, dass ich hier falsch bin. Ich brauche hier sowas wie einen Doppelsprung. Okay. Cornifer, ich muss dich leider wieder verlassen. Aber danke für die Karte schon mal. Das ist nicht schlecht, dass ich jetzt schon die Karte für dieses Gebiet habe. Aber dieses Gebiet werden wir besuchen irgendein andermal. Kristalltiefen ist... Moment, hier ist... Ein wahrer Diener gibt alles für sein Königreich. Möge der bleiche König von Highlands lässt dich von deiner Last befreien. Nein? Ich brauche diese Geos. Ich brauche sie dringend. Ich brauche endlich Stuff. Ich brauche Stuff, tatsächlich. Ich brauche einen weiteren Platz und ich brauche... egal. So, wo bin ich jetzt? Stadt der Tränen. Oh, da komme ich in die Stadt der Tränen. Mist, aber oben links war auch noch ein Weg. Ah, dort oben dieses eingezeichnete. Da war der Dunkverteidiger. Okay, kurz wissen. Stadt der Tränen, das ist das Interessante. Ich bin auf einem Rundweg prinzipiell. Das ist eklig, dieser Weg. Warum greifst du dreimal an? Schon wieder? Warum greifst du nicht einfach einmal an? Seit wann sind sie so aggressiv, diese Gegner? Ja, diese Flatterviecher. Nein! Ja, hast du verdient. Oh, die gehen hier voll ab, diese Viecher. Der Boden. Krass. Ich will ja einfach bloß durch. Tatsächlich. Das wird aber gar nicht so leicht bei so vielen. Teleportieren wäre echt eine schöne Fähigkeit. So, jetzt muss ich den ganzen Weg nach oben, weil ich will ja zur Stadt eigentlich. Wenn ich es richtig einschätze. Moment, nee. Komme ich dann auf der Seite raus, auf der ich nicht. Bei der ich nicht rüberkam. Bei der Stadt, genau. Da war ja ein Tor und da konnte ich ja durch. Wo wir die Dame getroffen haben erneut. Bravo! Den zu erwischen ist schwierig, solange ich unter ihm bin.
Aber so ist es easy. Oh, da sind wir schon. Moment, was wird da... Warum wird da angezeigt, dass da... Was ist hier? Warum ist da ein Strich in der Mitte des Weges? Hm. Wissen wir nicht. Statt der Tränen. Wo bin ich? Ah, ja. Hm. Was ist das? Die Stadt der Tränen, ja. Aber was ist das? Wo bin ich hier? Oh, shit. Oh, shit. Oh, 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 Mama. Ist das ein Hinweis, dass ich vielleicht nicht hin sollte? Und erst in die Kristalltiefen verschwinden soll. Okay, okay, okay. Erkundungstour abgeschlossen. Ich bin zufrieden. Oh. Du bist ein Gegner. Das war mir jetzt nicht... Dann seid ihr vermutlich auch Gegner. So. War da hier nicht irgendwo dann die Tür? Was sind das für Viecher? Okay, die Tür ist offen. Der andere Weg ist somit geöffnet. Dann erkunden wir doch erstmal hier dieses Gebiet. Was? Okay, Harakiri-Gegner. Ich weiß gar nicht, was die von mir... Warum die von mir flüchten. Ich bin doch ein netter Dude. Oder nicht? Warum? Oh. Okay. Warum? Die Frage bleibt. Ja. Welchen Sinn und Zweck hat das jetzt? Dass ich das kaputt gemacht habe. Und wie komme ich da hoch? Brauche ich da auch einen Doppelsprung oder etwas Vergleichbares? Hm. Okay, tatsächlich. Damit ist dann die Erkundungstour abgeschlossen. Mehr gibt es hier nicht zu tun. Naja, wir haben ein ganzes geiles Gebiet, einen Boss besiegt, wir haben neue Gebiete, eine neue Karte gefunden. Schon einiges, würde ich sagen. Das muss ich jetzt durch eine Bank freischalten, damit ich sehe, welches Gebiet es ist. Ah, oben. Ich komme aber nicht hoch. Noch nicht ganz. Ich brauche irgendwas, um höher zu springen. Und ich glaube, es kostete 800. War das nicht beim Anfangsgebiet irgendwo? Ich muss unbedingt mir jetzt für 800 hier kaufen, dass ich hier schneller Seelen fokussieren kann. Schnelleres Heilen ist so dringend notwendig. Und dann mit dieser Fähigkeit... Ich glaube, dann sind wir in der Lage, das sollten in der Lage sein. Ich glaube, wir schaffen es dann und können die zwei Bonusbosse beim nächsten Mal besiegen. Ich weiß es nicht genau, aber ich könnte es mir, ich würde es mir zutrauen. Ehrlich gesagt. Nichtsdestotrotz, ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt gerade verirrt habe oder nicht. Nichtsdestotrotz, machen wir beim nächsten Mal dann weiter. Und ja, beim nächsten Mal schauen wir uns dann an, entweder die Kristallwege oder ich versuche wirklich die zwei Bonusbosse. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao, bis zum nächsten Mal.